Heyo und willkommen zu meinem ersten Energiereporterbeitrag hier aus Göteborg in Schweden. Ich bin Charlotte und ich möchte euch gerne in den nächsten Wochen und Monaten über spannende Themen hier in Schweden berichten, die ihr vielleicht so noch nicht aus Deutschland kennt. Normalerweise studiere ich an der Universität Stuttgart Elektromobilität. Für mein Auslandssemester bin ich aber hier nach Göteborg gezogen, um an der Chalmers University of Technology zu studieren. Ich möchte heute über ein Thema berichten, das mir eigentlich schon am ersten Tag hier am Campus aufgefallen ist. Und zwar in der schwedischen Universitätskantine. Ich weiß, die meisten von euch denken jetzt wahrscheinlich erstmal an Köttbullar oder Hotdogs, aber ich möchte darüber sprechen, wie groß ist eigentlich unser CO2-Abdruck in unserem täglichen Kantinenessen. Ein durchschnittlicher Schwede verursacht ungefähr 7,2 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr. Ein Viertel davon fallen dabei auf das Essen zurück. Das heißt, dass ungefähr pro Essen 1,4 Kilo CO2 entstehen. Das ist genauso viel, als würde ich mit meinem Verbrennerauto 7 Kilometer fahren. Verursacht wird es vor allem, wenn viele tierische Produkte in unseren Nahrungsmitteln drin sind. Wenn ich zum Beispiel 200 Gramm Rinderfleisch mit Beilage esse, dann entspricht das 2 Kilo CO2 pro Mahlzeit. Damit kann ich verhältnismäßig 40 Kilometer mit meinem Auto fahren. Würde ich stattdessen aber meinen Linseneintopf essen, dann würde das nur 200 Gramm CO2 ausstoßen und ich würde verhältnismäßig auch nur 1 Kilometer mit meinem Auto fahren. Ein Umstieg unseres täglichen Essens würde also einen Riesenunterschied machen in unserer CO2-Bilanz. Wichtig ist vor allem, dass uns das erstmal bewusst ist. Das haben sich hier Studenten an der Chalmers auch gedacht und haben deswegen ein CO2-Label in der Universitätskantine eingeführt. Dementsprechend werden die Gerichte, die besonders viel CO2 verursachen, mit rot markiert und Gerichte, die deutlich klimafreundlicher sind, mit einem grünen Label versehen. Dabei können die Studenten hier täglich zwischen veganen, Fisch- oder Fleischgerichten aussuchen. Ich würde jetzt mal vorschlagen, wir schauen, was es heute so gibt. Für jede Zutat wird ein fester CO2-Wert angenommen und die Mensa-Mitarbeiter berechnen dann die Gesamtbilanz für jedes Menü aus. Demnach verursacht das heutige Fleischgericht ca. 1,42 Kilo CO2, wohingegen das vegane Gericht beispielsweise nur 280 Gramm CO2 verursacht. Welches Gericht man jetzt am Ende wählt, das hängt natürlich vom persönlichen Geschmack ab. Ich selbst konnte bei mir beobachten, dass die Angabe meine Entscheidung beeinflusst. Wie so oft entscheide ich mich auch heute wieder für das vegane Gericht. Laut Angaben der Universitätskantine konnten die CO2-Emissionen um 25% gesenkt werden. Das liegt unter anderem auch daran, dass die CO2-Labels eingeführt wurden. Pro Tag werden hier ungefähr 600 Gerichte serviert. Allein durch die Angabe der CO2-Werte konnte erreicht werden, dass 12% mehr vegane Gerichte verkauft wurden. Neben der Kantine hier am Universitätscampus hat auch Schwedens größter Automobilkonzern Volvo in vielen Restaurants das Ampelsystem eingeführt. Was denkt ihr? Würdet ihr der Umwelt zuliebe manchmal auf ein Fleischgericht verzichten? Ich würde mich über einen Kommentar freuen. Außerdem freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Video von mir dabei seid.